Hallo ihr Psi-Sacker-Socken, willkommen zurück. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab uns den Schutzhelm organisiert. Ich hab mir zwar vom Professor so 5-6 Schläge gefangen. Ja, der hat mir immer geboxt, während ich ihm das Ding aus dem Kreuz geleiert hat. Aber wir haben ihn jetzt. Und damit haben wir jetzt endlich die Berechtigung, hier ins Labor zu gehen und die Maschine auszuschalten. Ah, da freue ich mich richtig drauf. Endlich wieder ins Labor zu können, also mal unterirdisch unterwegs zu sein. Das ist ja die eine Sache, muss ich wirklich gestehen, die hat True Stalker ganz geil gemacht, dadurch, dass es einfach zusätzliche unterirdische Passagen gab, ja. Das hat irre gefetzt. Wow, warum sterben die so leicht? SAP-Munition, ja. Boah, die Türen ist bis da hinten hin gespritzt. Gespratzt. Munition sollte hoffentlich noch reichen. Ich durfte jetzt natürlich nichts kaufen. Ich habe ihn noch schnell, bevor ich gestorben bin, habe ich mir noch Medikits gekauft bei ihm. Sind sie denn doch recht günstig? So, jetzt so schnell wie möglich ins Labor, ja? Labor, ja? Lane. Artefakte, die nicht strahlen, können mitgenommen werden. Oh, perfekt. So, dann kümmern wir uns mal um den Schmutz hier. Muss aufpassen, dass mir nicht derselbe Fehler passiert wie das letzte Mal. Da habe ich nämlich aus Versehen, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ob ich Granate geschmissen habe. Licht da hinten noch? Batterie. Boah, ey. Alles einsteckt. Schön am Rand hier. Junge. Habe ich ja irgendwas gegen diese Scheibe von diesem Riesengehirn geschmissen? Hallo? Boah, hier liegen Dinge. Sie wirklich da hinten durch Fenster. Assis. Um mein Loot zu verwehren. Okay, Leute, auf ins Abenteuer. Juhu! Ja, jedenfalls habe ich ja dann irgendwie die Scheibe eingeschmissen und das hatte 10 Minuten gedauert, bis das Spiel sich beruhigt hatte, ja. Weil dann jede Scheibe nacheinander kaputt geht. Ich wollte daraus eigentlich einen Short machen, aber das hat nicht hingehauen. Das dauert halt ewig lange. Also, das war so krass, diese Situation. Ja. Haben wir eigentlich noch Leuchtstäbchen? Ein ganzes? Packt man das hin? Draußen gibt es eine E-Mission, aber das ist mir egal. Wie schmeißt man die nochmal? Ich glaube mit der. Mit V, ne? Nee. Anscheinend nicht mit V. Hier oben wird ja wohl nichts Böses sein. Aber schon mal sehr vorausschauend vom Labor, dass uns Battery Packs gespendet werden. Nee, echt jetzt? Boah, das ist ja mies. Deswegen habe ich das abgeschossen gerade. Also, ich weiß nicht, geht's dann eigentlich unfairer? Nee, kann ich überhaupt nicht machen, Alter.
Da hat man schon wieder richtig enorm Spaß dran. Also sorry, aber warum? Einfach warum? Ja. Wer übersteht denn das? Du kannst dich ja nicht davor schützen. Ja, hast du ja gesehen, du kannst ja die Scheiße mittlerweile nicht mal mehr abwehren, indem du doof schießt. Irgendwelche Psi-Blocker einschmeißen. Oh, das jetzt wissen, du freust dich immer auf diese Sachen und dann tut dieses Spiel immer Dinge und du denkst, nein, warum? Es ist so unnötig, es ist dumm. Toll. Ich krieg hier ein Grooming-Kit gespendet. Ja, und so bist du jetzt hier nicht unterwegs und guckst dir das in Ruhe an, hast du irgendwie Bock drauf, so bist du wieder nur gehetzt, ja? Wegen so einem Dreck. Ich kann ja klettern eine scheiß Leiter runter, Alter, ich bin wehrlos. Und mir fliegt hier eingesperrt nach dem nächsten in die Fresse. Alter. Ey, ich sehe. Ja, es ist richtig fair, Leute. Es ist einfach nur richtig fair. Ja, noch 20 gleichzeitig. 20 gleichzeitig. Einfach rinne, meine Fresse. Ist doch egal. Ey, sorry. Aber was soll denn das hier bitte? Was soll denn dieser Quatsch? Was soll ich denn machen? Oh. Ich verstehe das einfach mittlerweile nicht mehr, Alter. Was ist denn hier los? Das war doch früher nicht so. Was soll denn die Scheiße? Da ist ja nicht mal irgendwer, der das macht, Alter. Durch 20 Wände durch. Was soll ich tun? Mann, diese scheiß Maus hier dauernd. Dieser Drecksfehler. Behalten ihr euren scheiß Arschlöcher, Junge. Echt? Oh, ist ja nicht mehr drin. Mit jedem Mal wirst du hier mehr abgezockt, Alter. Dass die durch die Wände brettern können. Ey, oh, ich flippe gleich richtig aus. So ein Kackspiel, Alter. Es ist so ein Kackspiel. Fick dich, du Arschloch, Mann. Ja, ja, ja. Das ist ja auch automatisch gehen. Ey, ich kann mir doch hier nie hinstellen und hier kämpfen. Wie soll ich denn das machen, wenn ich hier ständig die Scheiße ins Gesicht kriege, Mann? Alles. Nö. So, ey, wisst nicht, war da sonst nicht so? Wart nicht. Ja, was ist aus dem hier geworden? Warum macht man das kaputt, Alter? So ein Blödsinn. Mann, ey, ich verstehe nicht, was das hier soll. Ist das ein Bug oder was? Ja. Ja, danke, dass ich nicht sehen darf, Alter. Danke. Vielleicht ein paar mehr komische Effekte. Mann! Wie er hier rumbackt, Alter. Wie er rumbackt. Ey, ist das... Nee. Das ist einfach nur nee, Mann. Mach einfach, mach einfach. Flieg mir die ganze Zeit in die Sicht. Ich brauche hier ohne sehen. Ich muss hier nicht fair behandelt werden. Mach einfach, immer weiter. Immer hin. Ja, geil. Nächste. Wie am Fließband. Zack, in mein Gesicht. Hälfte haben wir schon verloren. Ach so, machen wir das hier. Fliegen.
Noch neue Fähigkeiten. Was haben wir noch drauf, Alter? Ey, ohne Spaß. Ich weiß nicht, ob das einer nachfüllen kann, ja, aber du hast einfach nur Bock, willst drin, willst ihn mit Mutanten schlagen und du kriegst ja einfach alle Effekte, die es auf diesem Planeten gibt. Ja, plus irgendwelche unfaire Scheiße. Der Treffer, Alter! Wo, ey! Was ist das für eine hirnverbrannte Scheiße, Alter? Natürlich, ja, die Kinder aber nützlich bei, weil die entwickeln sich hier unten nicht so gut. Ja, was haut ihr da unten hin? Als ob ich hier nicht sein soll oder irgendwas. Das ist eine Schokolade. Und die bringt nicht viel. Trinken macht ja auch ein bisschen satt. Kenne ich von den Kindern. So nervig. Ja, kannst du ausmachen, Alter. Zack nur. Machen jetzt die Schnorks auch so eine so eine Phantome oder was? Blödsinn, Alter. Könnt ihr übertreiben, ne? Ja, ich weiß. Das ist sehr ernst, klasse gemacht. Einfach nur gespawnt, in der Wand drin, zack, ich komm raus und tier die auf den Sack. Mit welchem Hintergrund, Mann? Echt, machen jetzt die Schnorks das, ja? Fick Scheiße. Ist dumm. Waren mal Sachen, die waren dem Controller vorbehalten, ja? Heute ohne Inhalte. Ich
direkt den Schnorkel noch nicht auseinandergenommen, ne? Schaffe ich das denn immer, dass ich so überladen bin? Er kann ja ohne. Weißt du, kann ich gar nicht. Ich habe halt viel Kram bei, aber ich wollte halt noch Feuer ans Labor. Müssen wir uns gleich nochmal kurz Gedanken machen. Kann man ja immer speichern, habt ihr gesagt, ne? Ja. Aber ich glaube, ich mache uns trotzdem gleich ein Feuerchen an. Oh, mehr Dinge! Mal kurz einen Haufen Knochen anzünden hier. Ich denke, du bist hier. Du redest hier in der Ecke. Das ist jedes Mal so gut, ne? Auch wenn sie mir das gerade deutlich versaut haben. So. Was kommt weg? Es backt auch gerade übel massiv das Inventar. Ich weiß nicht. Sammle ich die auch? Ja, scheiß drauf. Kann jetzt hier nicht alles sammeln. Unterhosen essen. Wie die ohne Tonne, Alter. Kann ich auch gerade nicht verwenden. Kann ich nicht usen. Für was? Da irgendwas schnell reparieren hier. Dass ich das da verwenden kann. Dass es nicht wegkommt. Hierfür schon mal nicht. Schleifstein. Heig nicht mehr, oder was? Oh Gott, sind wir im Arsch. Das Ding wiegt ja auch eine Tonne hier. Kriegt das irgendwie zerlegen? Komm, ey. Einfach weg damit. Ist ja. Ist einfach zu viel, das Juten. Touch too much. Zerlegen, kommt mit. Die wiegen nichts. Die Kästen sind hier halt böse, ne? Okay. Herkules habe ich nicht mehr. Ich kann mir noch einen Kaffee drin drehen, ne? Nee, kann ich auch nicht. Doch hier. Ja, 1,5 Kilo mehr tragen. Gut. Okay, unser Tweet weiter. Wenn sie durch die Kisten kommen, Feuer. Ah, waren es schon zwei? Die machen das auch. Macht hier jedes Monster hier drin? So eine Ding. Ja, ihr habt nichts Nützliches bei, Alter. Aber er sieht interessant aus hier. Aber er will uns sein hübsches Gesicht nicht zeigen. Ey, der kann ja was werden, ey. Wenn da drin sind ja auch noch Schnorks und. Scheiße.
Dafür, dass wir gerade das Archiv mitbekommen, dass mehr in den Kisten drin sein soll. Na, komm schon. Oh, das war gut. Mich so. Da ist ein. Okay. Jetzt geht's mir schon wieder viel besser. Uiuiui, das alle. Ah, da steht er ja. Lappen. Boah, ist das schön, dass dieser Herzquark immer vorbei ist, ey. Er hat natürlich eine Schaufel bei. Der Sinn, der ihn hat uns eine Spritze gespendet. Für mehr Tragkraft. Und ein Beutel Marihuana, das ist auch nett. Jetzt haben sie auf alle wieder auf immer Geschenke bei hier. So, jetzt kommt aber noch der beste Kollege. Die Frau ist jetzt erst da. Quick save!
Das hier ist in Ordnung. Du hast hier sauber gemacht, Kollege. Keine Schädel oder anderer Unrat. Wie hat man das so in den Originalteilen gelöst, ja? Ja. So krank aus, ne? Weil du hattest ja im Original selten zu dem Zeitpunkt so eine wilde Schrotflinte wie wir jetzt, ja. Da musstest du das alles mit dieser AK-Tralala lösen, die du ins Relox-Versteck gefunden hast. Du hast eigentlich keine andere Waffe gehabt, bis ja, ein bisschen über die Hälfte des Spiels, ne? Ich bin richtig überladen, Freunde. Richtig überladen. Heug mir jetzt den Schuss hier rein. Wo haben wir das Ding? Ja, ich habe gesehen, dass hier Epinephrin macht einen harten First Aid Effekt und lässt uns tonnenweise tragen. Ist ein bisschen wie Kokain. Hier. Den Schuss setze ich mir gleich nach dem Laden. Oh, aber erstmal einen Schluck Kaffee. Mann, ey, das tut mir immer so leid hinterher, ne? Aber diese Situation, warum tun Spiele sowas? Ja? Finde ich kacke. Ich hatte so richtig Bock drauf. Das Gute ist ja wenigstens, dass dieses Mittel halbwegs geholfen hat, Tatsache. Dieser Psy-Schutz, den wir da eingeschmissen haben. Diese Waffe ist so krass, Liebe. Die Beine sind so eigenartig. Das ist sehen sollen, glaube ich, sein, ne? Also ich muss mir jetzt den Schuss geben. Ist weggedrückt. Schön so ein Dreck hier im Kellersystem. Krieg hier eh einen Rinnremmeln, dann gibt's noch ein paar Pillen oben ruf. Und schon sind wir Fittikon. Nee, brauchst ja nicht ansetzen. Hier so hell. Alter, was passiert denn hier gerade? Brennig? Alter, das ist. Ach, Stalker-Zombies. Könnte ich speichern? Machen wir mal lieber. Boah! Ey, das ist echt finster. Die schubsen dich so rum.
Lampe ist alle. Meine Lampe. Drop that shit. Drop that shit. Aber er hat uns ein paar Ruhe übergebracht. Alter, was ist denn hier los? Könnt ihr in die Anomalie springen? Wo ist dein Kollege? Okay. Wie soll ich denn da durchkommen? Warum bin ich auf immer am Verdosen und mal verhungern? Mein Messer ist fast im Arsch. Was passiert hier? Shit, ey. Alles neu sein. Und das Feuer haben wir ja nie gesehen, deswegen war das da so rot. Sonderbar. Ja, ja, er hat nichts. Nö. Ist ja, er besteht ja auch quasi aus nichts. Nur mal gucken. Ich kann mir gerade nicht noch mehr Gewicht leisten. Sorry, Bro. Aber es werden noch andere mächtige Waffen kommen. Unser Messer wird hier nach so Stunden sein. Das war sowieso uns neu kaufen müssen. War ja nicht mal so schlau. Unaware, unaware. Nu, komm, achso. Boah, ah ne. Da kann unser Anzug, der ist ja. War eigentlich immer noch ein Schnorki? Ich bin jetzt nur nicht traurig drum, wenn er weg ist, aber. Hier nochmal, ne? Donny?
Ah, oh, Freiheit. Habt ihr gesehen? War da oben gerade ein Arm oder sowas? Alter, was machen die? Kollege, du bist echt krass drauf. Also sorry, aber das geht ja nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Bug ist hier aktuell, aber... Das ist ja... Also... Ich weiß nicht. Ist ja okay, dass die gut springen können, ne? Aber Alter. Das war so mit einer der schlimmsten Touren. Also vom Aggressionsgrad her, ja. Die ich in einem Labor je gemacht habe. So, ich glaube, ich möchte da jetzt nicht ins Labor, weil da hilft mir eh keiner weiter, weil der Professor der rennt wohl durch die Gegend. Ich glaube, ich würde entweder direkt... Wir können hier nochmal kurz hin. Hier soll ich wieder einen Haufen Leute umbringen. Ah, ja, ja, ja. Erstmal zum Hangar. Und dann kriegen wir hier bestimmt direkt auf die Fresse. So, und jetzt das. Jetzt kommen wir endlich voran, ne? Jetzt können wir durch den roten Wald gehen. Richtung hier. Ich vergesse den Namen wieder mal. Ja, warum ich einfach alles gleichzeitig versagt? Ist doch eine gute Idee. Kann man doch mal machen. Kackspiel, Alter. Genau so eine Scheiße meine ich, Alter. Dieses kurze immer nur Rinne-Renne und die Gucke. Oh, das grinnlatschen die Leute, ne? Steht der beim... Okay. Hat er verhungert hier gerade? Müssen wir in der Kochstelle erstmal was bauen. Da, 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 ein bisschen Lurker. Naja, und ein bisschen... Ach komm. So. Essen ist am Start, Junge. So schlimm war es schon lange nicht mehr. Die Strahlung wegspülen. Ah, top. Gott, ey, okay. Irgendwann ist hier beim Laden mit schief gegangen. Ich hoffe, du hast jetzt wenigstens Munition für mich. Wenn du den Typen hinterm Tresen musst du dich selber kümmern, dann komme ich nicht ran. Bla 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 bla. Ich brauche ganz viele davon. Und das nehme ich natürlich immer gerne mit. Und er verkauft mir keine Dingsmunition mehr, ne? 20.000. Das behalte ich hier. Das
verkaufe ich alles beim Dingshändler. Das nimmt er mir nicht ab. So, du kannst zwei meiner mächtigen Koteletts haben. Und die ganzen Finger hier. Und den ganzen anderen Schrott, weil ich werde das ja hier. Ich habe 28 Beine gehabt, Alter. Zack, zack. Ich bin ein Herz, ins Herz kannst du auch hier. Weg, weg, weg. Zombie-Hände hier. Ach, nimm alle. Nimm alle. Unterwäsche. Das muss ich zerlegen, das brauche ich Tatsache. So, das sollte hier mit uns gewesen sein. Was ein Deal. Meine Fresse, ey. Kriegen wir nochmal einen schönen Sonnenuntergang spendiert. Meine Maske ist so richtig im Arsch, oder? Hat nur viele Risse. 90 hat sie nicht mehr. Guck mal. Zack. Hallo, sind wir spendabel, Leute. Boah, freue ich mich auf mein Stalker-Bettchen. Dann lass uns hier noch ein Versteck gucken. Ach, hier ist die Jagd. Na gut, aber Leute, ich verabschiede mich hier von euch. Ich knall die Viecher noch ab und dann mache ich mir erstmal auf den Weg in eine Basis. Denn erstmal ein bisschen ablegen, weiter. Ne, ihr kennt das Spiel ja. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich muss mir erstmal holen jetzt, ja. Haut drin. Lasst ein Like da!